Moin, moin! Weiter geht's mit Alan Wake. Nachdem du im letzten Part hier den meine Stuhl umgeworfen hast. Scheiße, Stuhl. Jetzt hast du Munitionsverschwendung gemacht. Ja, aber ey. Wir haben ja schon gesehen, Alien lässt grüßen. Ja, so ungefähr aber nur, ne? Ja, wir haben das Manuskript draußen entdeckt und das wollen wir uns jetzt auch angucken. Der Stuhl hatte übrigens einen grafischen Fehler eben, ne? Ach, hat er? Ja, wenn du nochmal zurückgehst, kannst du es sehen. Mach ich dann gleich. Dunkelheit kam auf mich zu, saugte alles auf, was nicht nied- und nagelfest war, zerrte an meiner Kleidung. Ich sah die Leuchtfackel, die der Entführer fallen gelassen hatte, und warf mich darauf, als ich spürte, wie meine Füße vom Boden abhoben. Die Dunkelheit umschlang mich wie ein Tornado. Irgendwie konnte ich die Fackel entzünden. Die Dunkelheit brüllte und stieß mich fort. Ich fiel in Richtung des dunklen Sees tief unter mir. Klingt sehr seltsam. Ja, aber ich habe immer noch Angst vor dem Bulldozer. Da, siehst du. Okay. Das nur, weil ich drauf geschossen habe. Ja, ich hab gesagt, stell den Stuhl wieder hin, aber nein! Was wow. Zum. Ah, eingekracht. Ja, kann passieren. Ja, ja, na ja, ja. Da ist Licht. Hier passiert jetzt zum was. Licht. Nee, wie kommst du da raus? Da ja, kommt er da. Kommt. Hast du eine Blendgranate? Ah, ich glaub, die Brücken. Ja, wobei, doch, die Brücken sind da. Uiuiuiuiuiuiui. Aber hier, pass auf, nimm noch eine Leuchtfackel. Achtung! Alter! Das sind nur noch zwei. Allzu wild. Und ist noch einer. Und noch einer. Und nachladen. Das war ja einfach. Naja, was? Hätte er dich erwischt, dann aber nicht. Ich ja, kann mir okay. schon vorstellen, dass jemand so in die Ecke gedrängt wird, gut, aber gut, hättest dass du da ich auch noch ein bisschen. Gefunden? Nein, ne? Nein, ich glaube nicht. Das wäre auch zu leicht. War gut, dass ich noch die Blendgranate hatte, die wahrscheinlich gar nicht so viel gebracht hat. Und dann halt die ganzen Leute. Aha, gut, dass ich sie hatte, die nicht so viel. Ja, ja, klar. Ich denke schon, dass sie viel gebracht hat, das sah zumindest so aus. Ah, da hättest du ja noch ein paar Leuchtfackeln gehabt und so. Da war noch einer, glaube ich, links. So ein. War da nicht eben noch so ein Kasten? Ach, da. Ja, also ganz ehrlich, ja. Das hättest du schon noch. Da kommt aber bestimmt noch mal was, oder? Oder ist das echt nur alles für diesen Bulldozer? Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, wärst du in der Ecke gekommen, das wäre vielleicht nicht so gut. Dann hätte der Schaden machen können. Man kennt das ja bei Spielen. Kommt noch mal was? Nein. Oh, da liegt was oder so. Ja, eine Batterie. Können keine mehr mitnehmen. Wir sind zu gut. Ja, was kann er? Die nehmen wir mit. Was ist Licht? Naja, da bei dem Auto ist auch Licht, weil das heißt, du sollst das Auto nehmen. Schätze ich mal. Ein Fahrzeug finden. So, ich gucke erst, ist hier noch was? Da rein kann ich bestimmt nicht mehr. Nein. Nein, natürlich. Dann nutzen. Aber überleg mal, du hast jetzt nur ein Auto gesucht, um mit Barry da abhauen zu können, bist aber Kilometer erstmal weggelaufen. Ja. Das ist schon irgendwo ein bisschen dämlich, meinst du nicht? Ich hatte mich der Sonnenaufgang so gefreut. Wir blieben einige Stunden, um zur Mine zu kommen. Ah ne, er will ja zum Entführer. Das Bergwerk war nicht mehr weit. Und es wird wieder dunkel, ja? Nein. Voll noch, ja. Naja, er sagte einige Stunden. Und wir haben alle unsere Sachen nicht mehr. Er würde mir alles übergeben. Dann wäre es ja total sinnlos, das einzusammeln. Ja, es war wirklich nur noch für den Bulldozer. Ich meine, sorry, aber es ist ja kein neues Kapitel, also hätten die Sachen noch bleiben können. Eigentlich ja, aber weil jetzt Licht ist, deswegen. Naja, gut. Ja, ruhig kurz aus. Du solltest halt nicht ich verstehe auch nicht, warum er hier mit dem Auto nicht weiter runterfährt. Weil er dumm ist.
Na doch, guck da, von wegen Sonnenaufgang. Das wird schon wieder dunkel, oder? Nein, es wird hell. Ich finde das jetzt nur gerade ein bisschen langweilig, weil es passiert ja nichts, es ist tags. Hier sind bestimmt ein paar Sachen versteckt, eigentlich. Glaubst du? Stimmt. Dann guck doch rum. Es ist ja tags, also passiert nichts. Ich glaube nicht, dass da was ist, weil das zu einfach wäre. Aber ich finde es halt doof, er fährt nicht mit dem Auto, du kannst nicht die ganze Zeit laufen. Ist da jetzt schon jemand? Nein. Aber warum ist da ein Auto? Deswegen will ich ja gucken. Kontrollpunkt. Aha. Also lässt er das eine Auto stehen, nur um mit dem Auto rumzufahren? Oder was? Ja, quasi. Ich meine, hätte er jetzt gesagt, er hat kein Benzin mehr, das hätte ich ja verstehen können. Aber warum sollte passend da in der Wildnis dann ein Auto stehen, womit er fahren kann, ne? Oder nicht? Stimmt's? Ja. Ich glaube, ich steige ihn nochmal kurz aus. Und dann? Ich glaube, da hinten ist was. Sich zumindest zu überprüfen. Da steht ein Auto. Da steht kein Auto an der Klippe. Achso. Ne, da steht ein Sessel. Die Thermosflasche hat sich bequem gemacht. Sie wollte die Aussicht genießen. Oder sie hat an Selbstmord gedacht. Aber ist das schon eine schöne Aussicht. Ja, aber nicht, wenn du nach unten guckst. Aber das muss man nicht verstehen. Ey. Das soll ja ein Gag sein. Aber ganz ehrlich, wenn ich er gewesen wäre, ich hätte mich da wahrscheinlich einfach mal kurz reingesetzt, um zu verschnaufen. Ja, wäre schön gewesen, wenn man das machen könnte, aber nein. Deswegen sage ich ja, die Thermoskanne hat es sich bequem gemacht. Die weiß, wie man chillt. Rum, 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 rum. Na, jetzt gibst du Vollgas hier. Steuerung ist schwammig. Irgendwie ist es jetzt so dunkel. Naja, solange du keinen Schaden nimmst und kaputt gehen tut das Auto, glaube ich, auch nicht. Oder wenn nicht so einfach. Was stehen hier überall Autos, ey? Perfekt geparkt. Das ist eine Ansichtssache. Hier spricht Batman und ihr hört KBFFM. Freunde, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch gestern diesem Song in Dauerschleife überlassen habe. Aber ich wurde aufgehalten. Wisst ihr, ich bin jemand vom FBI über den Weg gelaufen, dessen Finger förmlich am Abzug festklebte. Dem müsste man mal gute Manieren beibringen und in den Hintern treten und nicht unbedingt in der Reihenfolge. Ich weiß, das sind nur magere Infos und dafür entschuldige ich mich. Ich sollte vielleicht wirklich die Klappe halten, aber ich bin gerade so angesäuert. Denn ehrlich, manche Menschen sollten einfach keine Dienstmarke tragen. Ich bin auch froh, dass Sheriff Breaker da war, um die Dinge glatt zu bügeln. Und falls jemand zuhört, den ich gestern Abend getroffen habe, dann tut es mir leid, wenn sie mein Mundwerk in Schwierigkeiten gebracht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, sie sind hier nicht der Böse. Alles er mag uns nicht. Er glaubt an uns. Sie wissen, was sie da tun. Wobei ich das schon krass fand, er erwähnt nur, oh, Mr. Wake ist hier, bam, Polizei. Ja. Das klingt ziemlich schnell. Aber zuerst etwas Musik. Na, wenn sie sehr auf unserer Seite. Ihn mag ich auch total. Okay. Was? Das ist das nächste Auto. Wie dumm ist das? Was? Weiß ich nicht. Ja, guck nach. Es ist tags, da muss man das doch auch mal irgendwie so ein bisschen. Ja, und irgendwie müssen wir die Zeit ja noch rumkriegen. Ja, das klingt jetzt wieder so gewollt, das mag ich nicht. Aber es geht doch darum, es könnte ja da was liegen und mal so am Tag ein bisschen, nee, da ist die Brücke kaputt. Ja. Also ich bin ja trotzdem. Nee, wenn du da runterfällst, bist du bestimmt tot. Nein, weil wir da gerade lang durchgefahren sind. Ach so, na gut. Aber vielleicht bist du trotzdem tot. Aber jedenfalls, dadurch, dass tags ist, kann man ja auch mal ein bisschen rumlaufen, ein bisschen die Gegend ansehen. Und hier hat man auch wieder den Aspekt, man merkt es, dass das eigentlich ein Overworld-Spiel sein sollte. Ja, weil es so weiträumig ist, ne? Aber ja, man merkt auch richtig, wie es abgeschnitten ist halt, ne? An einigen Ecken. Wegen, ja. Rum, 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 rum. Oh, ich drück da schon ganz rein. Ah, das ist ja bestimmt ein schöner Wanderweg, gebe ich zu. Ja, doch, es hätte was. Schon wieder so ein Auto mit dem Dixi-Klo. Oh, da ist ein Weg. Geh ich ja mal kurz hoch. Willst du auch aufs Klo gehen? Wenn ich kann, warum nicht? Kannst du nicht. Es ist natürlich, du öffnest die Tür und dann ist da wieder so eine Thermos.
Der, wenn sie auf dem Sessel schon sitzt, der sagt mir nicht, dass sie da nicht auch auf dem Klo sitzen kann. Ne. Waren wir da nicht gestern Abend? Irgendwie, ja. Es ist doch genau das Gleiche. Soll's nicht sein, weil nein, da sind die Dinger nicht, nicht, aber es ist trotzdem. Es ist billig. Nicht mal irgendwas mit zum Aufgabeln. Warum soll man sonst die Möglichkeit haben, da hingehen zu können? Ja, vielleicht war das ursprünglich geplant. Ja. Ich finde es auch blöde, gerade jetzt, wo auch tags ist und das da oben sieht ja schon aus, als ob da vielleicht ein Jäger oder so sein könnte, dass da nicht mal auch eine Person ist, oder? Deswegen, also wir werden hier auch nach dem Let's Play uns das Bonusmaterial angucken. Ja, warum hast du jetzt eigentlich nichts dazu gesagt? Wozu? Also ich meine, dass da tags zumindest ein paar Leute sein können. Naja, so, hätten ja auch, habe ich doch gesagt. Achso, okay, dann habe ich das nicht so gesagt. Ich meine zumindest, dass ich das gesagt habe. Waren wir denn nicht auch schon mal? Nein, aber es sieht alles so gleich ähnlich aus. Ähnlich ist gut, gleich trifft's besser. Ja, okay, ich gebe zu, wenn ich so viele Treppen hochgehen müsste, oh mein Gott. Aber Manuskripte wenigstens. Wenigstens etwas. Mort war enttäuscht, als er den Schreiber auf der Fähre ausspionierte. Sein Boss hatte Wake als etwas Besonderes dargestellt, aber Mort war nicht beeindruckt. Er hatte aber einen Blick auf die Frau geworfen und sie gefiel ihm wirklich. Mort hatte davon geträumt, Wake in einen Kampf zu verwickeln, doch das war nicht passiert. Aber er würde noch herausfinden, ob der Schmierfink was drauf hatte. Das hatte man Mott versprochen. Ja, dieser Mott klingt komisch. Pervers. Ja, als ob er Probleme hat. So, als ob er auf die Frau stand, also auf Alice, und sich gewünscht hat, dass er Alice ein paar reinhaut, damit er mit ihr abhauen kann. So in etwa, ja. Der ist bestimmt auch so ein Arschloch, der vorne jetzt so viel ansieht. Was? Ich kann das auch nicht verstehen. Achso, ich dachte, du meintest jetzt eben, weil ich das gesagt habe. Ich behaupte einfach mal, in dieser Hütte da hinten, kommt schon doofe Kamera, ja. Da ist bestimmt auch noch was drin, aber das darf man jetzt bleiben. Oder man kann da gar nicht hin. Ja, doch, bestimmt. Na, sicher bin ich mir nicht. Das werde ich dann irgendwann mal so ausprobieren. Oder wir fahren da jetzt doch noch hier so rum. Ja, okay. Oh ja, okay. Da ist ja auch das Bergwerk. Ich war zu früh. Da, so. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Ah, ich glaube, da kannst du nicht lag rein. Links da. War übrigens auch es noch war so ein, jetzt ein Museum. Da. Aber da kannst du auch nicht rein oder so, ne? Oh, das ist ein Thermoskanner. Haha, zum Glück habe ich das gesagt. Dixi-Klo. Ja. Das Pärchen. Ja, Dixi-Klo und Frau Dixi-Klo. Das sieht doch. Die wollen auch glücklich sein. Konnte man das Schild da lesen, was da stand? Da? Ah, kannst du. Dann bitte der. Mach einfach kurz Pause und weg. Ich wollte das aber auch lesen. Oh, dann da. So, ich bin fertig. Ja, ich war ja fast fertig. Da hast du ja schon weggedrückt. Manuskript. Hui. Ich glaub den Keks. Als Nightingale weg war und der Nachtwind durch das kaputte Studiofenster hereinwehte, starrte Maine Sarah an. Der Sheriff schaute weg. Maines Stimme bebte vor kaum beherrschter Wut. Der Knabe ist mehr mit Saufen als mit Denken beschäftigt. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Sarah. Er hat einen kranken ja, Blick. Das mein Wort darauf, er ist nicht grundlos hinter Wake. Kann man so sagen. Dahinter steckt nichts Gutes. Aber er scheint zumindest einen Grund zu haben. Warum er hinter uns her ist. Da, bitte sehr. Oh. Ist ja interessant. Hä? Nee, ist schon gut. Was? Sag doch. Nee, ist schon gut. Hättest du was da weggenommen? Nein. Dann sag einfach. Nee, passt schon. Sag es doch. Mach dir hier sowas Geheimnisvolles Interessantes? Nein, das ist nichts Interessantes. Die mussten nach mir du wolltest suchen. Aber sagen, es wäre interessant. Naja, hat sich erledigt. Durch die Mittagssonne war es heiß hier. Der Tag zog also sich auf dahin. Den Kackstuhl setzt er sich, ich weil ihm war. Aber nicht auf den schönen Sessel. Ja. Wenn ich den Entführer foltern würde, um an Alice zu kommen. Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte. Ich stellte sie mir tot vor. Ich konnte nicht wissen, ob sie noch im Leben war. Es machte mich wahnsinnig. Der arme Stuhl, der hatte nichts getan. Natürlich, ich darf Stühle auch angreifen. Es war nein, darfst du nicht. Der Mistkerl würde nicht auftauchen. Und es ist schon dunkel. Ich glaube, das ist ihm relativ. Ja. Ah gut, wir haben noch unsere Sachen. Das wäre jetzt doch irgendwie ärgerlich.
Sie wissen, wo der Mirror Peak ist? Das ist der große Berg nördlich von Ihnen. Folgen Sie dem Pfad von der Mine aus, dann können Sie nicht verfehlen. Dort ist ein Aussichtspunkt. Ich warte. Aha. Ich hab's satt, herumgeschickt zu werden. Sie wollen Ihre Frau doch lebend wiedersehen. Wenn ja, achten Sie besser darauf, wie Sie mit mir sprechen. Haben wir uns verstanden? Ich will mit Alice sprechen. Ja, und ich will das Manuskript. Lassen Sie mich nicht warten, Wake. Hallo? Hallo? Ah! Ich bring ihn um! Ich musste zum Mirror Peak. So. Wow. Was war das? Die Dunkelheit. Ich war nah dran. Aber da geht's nicht runter. Dings, vielleicht. Nee, das muss eigentlich da runtergehen. Weil sonst sehe ich hier nichts. Ja, dann spring doch, aber das geht doch nicht. Doch. Ah, okay, doch. Aber hast du das vorher nicht gemacht und bist nur doof in die Kette gelaufen? Nein, weil ich es testen wollte. Ja, muss keine Wade noch. Nicht. Okay, nein. Ich glaube, ich weiß, welche Stelle kam. Eine blöde? Wenn du so schon klingst, dann klingt es sehr blöd. Das ist einfach nur Skrift. Oh. Du hättest da auch einfach runterlaufen können. Ehrlich. Als Thomas Zane sich in Barbara Jagger verliebte, ging das schnell. Sie war jung, lebhaft, schön, voller Leben. Er war nie ein sehr glücklicher Mensch gewesen und ohne erkennbaren Aufwand hatte sie all das verändert. Zane fühlte sich zum ersten Mal im Leben wohl. Alles, was sie tat, erwies sich als Teil eines Puzzles, von dem er nicht geahnt hatte, dass es ihm fehlte. Und das Beste war, sie ließ die Worte fließen, kraftvoll und schnell. Sie war immer noch nicht fertig? Jetzt hat er ausgequatscht. Sonst machst du das auch nicht immer. Ja, was die betrifft, lass ich da einfach mal durch. Wieso? Weil es die hier Witwe ist da. Die uns hier quasi den Schlüssel gegeben hat und das alles verursacht hat. Ja. Irgendwie. Da passiert doch was da, klar. Rechts ist auch noch einer, links ist einer. Oh, und rechts ist noch einer. Ja, ja, genug Leuchtfackeln. Da muss man so sparsam auch nicht mit sein. Aber kriegen die dadurch eigentlich auch Schaden oder weichen die dadurch nur zurück? Nein, nee, so, dass ich sie angreifen kann, ja. Oh. Nimm noch mal eine, weil der ist größer, der Typ da. Achtung! Aha. Schnupper Licht, Bösewicht. Alter! Der ist ja ganz schön schnell. Ja. Also, du wolltest es ja unbedingt wieder spannend machen. Und den abkriegen. Oh, Mist, ich wollte mich nicht finden. Oder ja, aber für so einen Wagen, so viel hat er auch nicht abgezogen. Lalalala, hier war doch gerade was. Da ist noch irgendwo was. Mhm. Was zum. Oma! Würde normal wehtun. Normal könntest du dadurch sterben. Ich sag ja, würde wehtun. Eigentlich durch den Wagen eigentlich auch schon, wenn du Pech hättest. Ja, es ist nämlich genau die Ecke, die ich meinte. Und wir haben den Garten, aber. Doch, rüst dich vorsichtshalber schon mal aus. Ich meine, diese Ecke war scheiße. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Solange jetzt keiner von hinten aufkommt. Ist mir noch was? Ich muss da so unweigerlich gerade an Deutsch auf Cerberus Final Fantasy 7 denken mit dem Eisenbahnfriedhof. Na so. Ja, du weißt doch. Da war eben was. Da kommt irgendwas, du kannst da hoch. Vielleicht solltest du da auch hochgehen. Also ich würde da nicht hochgehen, wenn es da drinne wäre, ne? Aber. Du musst das öffnen. Wie er da runterguckt.
Aber es kriegt gar keinen Schaden. Doch. Ja, es ist weg. Wir sehen hier runter. Okay, boah. Ist doch nicht weg, Alter. Nein, das ist noch was gewesen. Aber er hat da so runtergeguckt wie, soll ich jetzt Angst kriegen? Ich schmeiß einfach mal eine Leuchtfackel. Es hat er auch was. Was? Wie er geguckt hat? Ne, wie ich die da runtergeschmissen hab. Aber auch nur in Kombination mit seinem Blick. Er hat das jetzt auch ein bisschen länger. Was zum Teufel? Kommt jetzt ein Baum oder was? Einfach nur dunkel? Ja. Ein dunkler Tornado. Dark Tornado. Ganz ehrlich, ich weiß, wer dahinter steckt. Lady Devimon, ihre Attacke heißt doch Dunkelheit. Ich musste dabei irgendwie. Sie ist verantwortlich für all das. Zumindest für die Dunkelheit. Du kannst das Auto übrigens nehmen. Stimmt. Ob dir das was bringt, ist so eine Frage. Rum, 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 rum. Naja, es kommt drauf an. Ich würde links erfahren. So fokussiere ich. Gut, dann fahre ich links. Kannst du überfahren? Ja, hatten wir. Bum, 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 bum. Wisse, der Vogel stimmt mir zu. Hui. Ja, das ist jetzt voll die Arena hier, ne? Kolosseum. Ich hab keinen Rückwärtsgang. Scheiß Auto. Bei Death Island macht das hier mehr Spaß, wenn man die Zombies überfährt. Oh, oh, das Auto qualmt. Ja. Ob's Boom machen kann? Bestimmt. Dann bist du tot. Hey, aber das geht nicht. Wir können nur durch die Dunkelheit sterben. Tada, Njung. Ich will aussteigen. Besser ist es. Guck's dir nochmal an. Ja, das hätte vielleicht Boom gemacht. Naja, wäre was Neues gewesen. Ist noch nicht passiert. Schon traurig, dass wir den Strom abschalten müssen. Warum? Wissen wir doch warum. Leuchtpistole. Aber wir wollen nicht. Doch, sonst kommen wir nicht weiter. Ich sage nur, wir wollen nicht im Sinne von, weil ist so. Aber ich bin einfach mal fies. Also machst du doch jetzt hier aus. Ja, es wird doch noch ein paar mehr heute. Alter. Tut mir leid, meine Süße. Darum geht's ja gar nicht, aber vielleicht ist der nächste Part zu kurz. Na, da kommt noch ein bisschen was, soweit ich weiß. Also, Denne. Bye, bye.